zurück und zurück an meiner Adidas offensichtlich Gopnik-Hosen Tankstelle mitten in der Wüste. Einsam und allein haben wir es geschafft, aus dem Dreck ein Imperium aufzubauen. Und nun kommt D'Artagnan, Alter, der hat einen richtig geilen Bart. Guck ihn dir mal an, ey. Und silbernes Haar, Alter. Nee, sieht aus wie Hiroshi Dings hier. Wie heißt der noch? Ach, keine Ahnung, fällt mir gar nicht ein. Ihr wisst schon, aber irgendwie so ein krasser Typ, der jo und mega die Moves und sowas hat. Und boah. Ich habe letztens so einen Oldschool, richtig alten Shaolin-Film gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Aber da war so ein Typ, der hatte so ein Ding. Da war so ein Typ, der hatte so ein Ding. Ne, damit hat er die Leute immer die Köpfe abgesäbelt und die dann als Trophäe so mitgenommen. Es war irgendwie so ein Ring mit so einem Netz dran. Ne, so ein Enthauptungswurfgerät hatte der, Alter. Richtig krass. Richtig krass. Ich habe richtig abgefeiert. Ich mag das. Ich liebe so alten Shaolin-Kram, ne? Blub. So. Ich sag euch, das muss man sich mal gönnen zwischendurch. Maria. Maria, geh. Ach nee, Maria, ich muss dich bezahlen. Ja, Maria wird auch immer teurer, ne? Oder? Kann es sein? Maria, ey. Frech. Frech. Das ist frech, solche Preise zu verlangen hier. Für so ein bisschen Kasse. 150 Dollar. Oh, Entschuldigung. Kasse 3. Entschuldigung, da wollte ich gar nicht rein. Falsche Tür. Sorry. So. Dann hier rein. So, wir haben beim letzten Mal natürlich hier so. Super duper, oder? Ja, da freue ich mich auch. Da fliegen mir doch glatt die Löffel aus der Hose. So, jetzt schauen wir mal eben ganz kurz hier. Workshop könnten wir noch ein Level hoch machen. Warehouse könnten wir auch noch ein Level hoch machen. Machen wir das doch. Machen wir das doch jetzt, wo gerade die Kohle da ist. Das Warehouse richtig fetto. Ach, die gehen alle nur auf Level 5. Dann machen wir den Workshop da auch nochmal, oder? Required Money fehlt mir. Oh, Money ist nicht da. Money! Money, das Mammut! So. Hier das Mikrofon. Ich brauche dringend einen neuen Mikrofonarm. Es hilft nichts. Ich brauche so einen mit Low Profile am besten. Damit ich den dahinter irgendwie festmachen kann. Und es ist schlimm geworden hier. Es ist, dadurch sitze ich immer so schräg. Wisst ihr, dadurch sitze ich nicht da, wo ich eigentlich sitzen will. Also ich, mit dem Arsch sitze ich da, wo ich sitzen will, aber mit dem Kopf nicht. Ja, ich sitze irgendwie immer so verbogen. Und ich glaube, ein neuer Mikrofonarm ist günstiger als die Chiropraktikerkosten, die ich dann habe. Bitte. Mach mir mal den Spiegel, denn dann überfährst du keine Igel. Obwohl, die werden dich kaum überholen. Was will der haben? Sparkplugs. Das kenne ich nicht mehr, da kenne ich nicht mehr aus. Wie geht das? Ein Sparkplug? Was ist hier? Wie geht das? LMB zu... MB zum Abschrauben. Ah. Raus damit. So. Anschrauben. Oh, das kostet aber auch Zeit, hä? So, Sparkplug ist drin und noch eine Batterie. Aber Geld gibt es. Geld. Wenn wir im echten Leben schon nur Mittelgeld haben, dann wollen wir hier wenigstens Megageld. Klack, 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 klack. Just as I wanted. So, das sind schon mal fast 500 Dollar. Das muss man sich mal überlegen. Da fliegt einem doch die Gabel aus dem Essbesteck. So, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Wie geht es Ihnen? Ja, I owe you one, you owe me two. So sieht's aus. Oh oh. How much do I owe you? 8 Milliarden, bitte. Oh oh, Leute, oh oh. Ja, Kraftstoff ist bald alle. Maria, bedien mal hier ordentlich. Die Bedienerin, Maria.
eine Karriere an der Tankstelle. Da machen wir voll. 1000 Mark. Maria, Maria. Trinkt so gern Sangria. Oder auch mal einen Citre. Ein erfrischendes Citre. So, ich weiß, manchmal, Leute, es ist irgendwie komisch, ne? Aber das ist dann zocke ich irgendwie und dann kriege ich wieder gute Laune. Und gute Laune heißt bei mir dann immer, ja, genau das, was ihr hier seht. Und ich muss zugeben, es ist Wochenende und ich habe das erste Mal seit Monaten, habe ich das erste Mal wirklich, ich habe, ohne dass der Wecker geklingelt hat oder so, bin ich aufgewacht und das war toll. Das war ein tolles Gefühl. Habe ich wirklich ewig nicht gehabt, ewig. Ich weiß, manche haben das nie, aber ich hatte es jetzt wirklich, boah, ich kann es nicht beschreiben. Es ist so unglaublich, wieso habe ich auf einmal eine Blume in der Hand? Ja, doch, bist sicherlich hier draußen. Was ist das denn? Hier haben die Leute ihren Currywurst-Pommes-Kram hier liegen lassen, oder was? Ja, weg mit dem Zeug. Brauche ich alles nicht. Gibt's ja nicht. Schweinse. Mann, hier alles schmutzig. Muss hier selber nochmal rumgehen. Du bezahlst die Leute, ne, dafür, dass die... Ja, Kraftstoff ist niedrig, aber da kommt jetzt einer, oder? Ja. Hello. So, haben wir das. Von einem Werkstoff, Kraftstoffkunden haben wir 3 Stück. Ja, warte Leute, wir pumpen hier gerade erstmal den Saft in die Röhre. You know, pump it up. You know, pump it up. Ey, der Typ kann nicht so schnell nachfüllen, wie ich hier rausspritze. Das ist ja Wahnsinn. Great job. Ja gut, das ist Gesetz des Lebens, ne? Werkstatt. Ja, Möp, selber. Ich arbeite hier, entschuldigen Sie mal. 3, 2, 1, reparieren! So, machen wir Reifen als erstes, das nervt nämlich am meisten. Aber Sparkplugs nervt auch ganz schön, da musst du ja dann auch bald mal, das ist ja... Das ist natürlich fies, ne? Aber Werkstatt ist halt der Money-Magnet, kannst halt sagen, was du willst. So, Lackkratzer hatten wir schon lange nicht mehr irgendwie, ne? Also viele Lackreparaturen hat man irgendwie nicht. Leute denken sich, ja gut, hier ist eh alles dreckig und staubig und neblig und klebrig und so, keine Ahnung. Unangenehm halt. So, was kriegst du noch? Öl? Gibt's ja auch ein Shift-Turbo bei Öl? Nee, ne? Gibt's natürlich nicht. Kein Ding, Junge, kein Ding. Kunden an Kasse. Steht doch jemand an der Kasse. Boah, es ist so schmutzig hier drin. Und das... Wie, was ist disgusting? Gibt's doch nicht. Ich habe gerade noch gelobt, wie schön es ist, dass der Müll jetzt nicht ständig voll ist. Und dann ist das doch. Hast du so einen Bauarbeiterhelm und kauft den keiner? Der ist unbenutzt. Oh, Spielzeuge gehen auch langsam wieder zugrunde. Beutel, komm. Ja. So. Dann holen wir uns mal hier noch einen Putzkollegen. Angestellte. Hickory, Bezahlung. Der will ja nie viel, weil der gut fürs Putzen nimmt er ja eh nichts, ne? Aufgabenliste, Tankstelle, reinigen bitte. Dankeschön. Lieferung, Produkte. Gucken wir mal, was ist denn so im Angebot? Hier, Narnia ist im Angebot und Zucchini. Chips haben wir eigentlich genug. Popcorn müssen wir mal kaufen. Alkohol, bisschen Cerveza. Hier, Chefens und Amsterdamer könnten wir auch mal wiederholen. Und auch das hier eigentlich. Das reicht wahrscheinlich das Geld gleich wieder nicht, ne? Super Blend. Wir kaufen erstmal ein, was gerade da ist. Autopflege, hier Sponges. Nein! Zeitungen haben wir genug, weil die eh keiner kauft irgendwie. So, Hüte, Brillen, hier Aviator Glasses kaufen wir mal, Teddybären, es sind halt nur Dog Plushies im Angebot, was soll ich machen, ey, ich kaufe jetzt nicht 1000 Dog Plushies irgendwie, weil die anderen da irgendwie zu doof sind. 1200 und,
Na, passt jetzt gerade irgendwie nicht. Aber Moment, ich hatte irgendwo zwei gekauft, wo ich nur eins wollte. Hier, Sponges zum Beispiel. Ah, Mann, Cowboyhut noch raus. Es ist nicht viel. Vielleicht Zucchini noch weg. So, oh, $37, ey, ich habe einfach nichts. Aber egal, jetzt haben wir gut investiert. Werkstatt ist gut investiert. Links versucht wenigstens ein bisschen sauber zu machen hier, Hickory. Geh mal lieber rüber. Da sind überall Fußsteps, die ich nicht haben will. Nobody want the steps, ey. Nobody want it. So. Zack, 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 zack. Reifen, ey. Reifen, Reifen, Reifen. Ihr mal mit euren Reifen. Richern. Steifen. So. Reifen. Spiegel. Spiegel sind bald alle. Da drin leuchtet irgendwas. Oil. Damals, als man noch günstig Öl kaufen konnte. Just as I wanted. So, der sprintet hier schön. Da kommen auch dann schon meine Lieferungsinhalte. Ah, das ist gut. Das ist gut. Hallo, Miep Miep. Mach mal auf. Ich hatte schon lange nicht mehr geschlossen. Ich hatte nur einen Tag zu oder so, ne? Ja. That'll do. Kraftstoff warten Leute, aber ich warte hier noch, damit der kleine Timmy mir hier nicht den Laden leer räumt, was er nämlich auch immer gerne macht. Alles klar. So, ja, ich weiß. Jetzt kommt langsam wieder Geld rein und es kommt Kram rein. Wir haben Tabak. Tabak kann schon mal direkt reingepackt werden. Dann hier, guck mal hier so ein bisschen. Sonst haben wir nämlich nur hier Eiscreme. Ey. Sponges rein. Zweiter Zeitungsständer, was denn hier? Home Cooking oder was brauchst du? Habe ich gerade zufällig was da? So, alles rein. Alles rein. So, hier ein bisschen Limo und hier noch ein bisschen. Oh, hier, die Dinger müssen wir auch mal loswerden. Hm, ja, 10 Bauwaus können wir da reintun. Ein bisschen Popcorn mit reinpacken. So, Hüte. Auch noch 3 Stück im Regal hier. So, siehst du, da kommt doch das Geld schneller wieder zurück, als man es denkt. Great, oder? Mal finde ich auch so. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Workshop verbessern. Einmal, glaube ich, können wir noch. Dann haben wir, glaube ich, die 3 Hauptgrundpfeiler unserer Mafia-Tankstelle hier. Das ganz ohne Darlehen. Ich bin echt, ich glaube, dieses Darlehen ist auch nur so eine Extra-Funktion, dass wenn du dich halt mal überschätzt oder, was weiß ich, es gab wohl auch so einen Bug, dass manchmal Lieferungen nicht angekommen sind. Und dass das dann nicht gleich Game-Breaking ist, musst du dir dann halt ein Darlehen nehmen. Und ich sag mal, wenn es jetzt so ein bisschen Roleplays, ne, dann... Ja, mal kommt meine Lieferung nicht irgendwie. Ist ausgefallen. Autobahn, Schneesturm, was weiß ich. Bei DHL hat einer irgendwie ein Coroni wieder oder sonst was. Ne, kann natürlich alles immer passieren.
So, Maria macht natürlich hier den Faulibert und macht gleich wieder Feierabend, ne? Klar, Maria, natürlich. Ja, ja. Hickory, der weiß, worum es geht. Boah, ich hatte hier so schön gestrichen, ne? Hatte hier so schön gestrichen. Angestellte Amelie, sprechen wir mal. Bezahlung, zurück, Aufgabenliste. Bediene die Kasse. So, Dekorationen. Jetzt gehen wir mal kurz durch den Außenbereich. Wir haben ja $800. Das Ding hier ist durch, soweit. Dann ist hier diese Needle. Die Needle haben wir noch nicht, die Autoneedle. Ein Plakat. Niederländisches Anglerplakat. Was? Seitenpalmen. Wo ist denn das? Ach, da hier vorne ist die Einfahrt irgendwo darum, ne? Picknick. Parkplatz Picknick-Set. Das sind die Palmen. Schade, ich dachte, boah, gibt's jetzt ein Carwash? Das wäre so cool. Ein Tippi. Basketball. Ja, es kostet aber alles noch zu viel. Es kostet alles leider noch zu viel, Leute. Nur mal reingucken. So, hier ist alles befüllt. Da guck mal jetzt, der reinigt aber ganz professionell jetzt hier, ne? Ich weiß gar nicht, gibt es mehr Prozente? Kann man das irgendwo sehen? Wenn jetzt irgendwie gestrichen ist, gibt es dann mehr Prozente oder... warte mal. Öl. Dazu. Ah ne, wir brauchen noch einen Sparkplug. Sparkplug. Aus damit. Neue Reihen. Also irgendwie, das halte ich für übertrieben, dass man das so lange drehen muss. So. Und ein Spiegel auch noch mit dazu. Sehr schön. Noch ein Reifen dann. Ach du meine Güte. Ich hoffe, du zahlst gut. Ah, das meine ich. Jetzt habe ich aber wieder wenig Reifen. Jetzt muss ich wieder gucken. Dass ich irgendwie langsam aber sicher wieder zurück in die Welt der Reifen komme. $380 für all das. Das gibt's nicht. Den schlage ich mit der Schaufel. Wenn er nochmal kommt, gibt's einen Schlag mit der Schaufel. Thanks a bunch. 500 Liter Kraftstoff, als wäre das irgendwie cool. Ich meine, aber hier, zack, zack, $40, $40, ne, das ist natürlich immer schnell. Just as I wanted. Ganz genau. So, Kunde an Kasse, läuft, super. Läuft. Also eigentlich sieht es gerade ganz gut aus, ne. Gucken wir mal. Machen wir nochmal alles jetzt dann auf Max Level. Workshop, 1100. Eine Doppelgarage. Ich glaub's nicht, Doppelworkshop. Okay, da müssen wir echt gucken. Angestellte, Wohnwagen. Dass wir noch einen Wohnwagen kaufen. Und vielleicht dann halt noch
einen neuen Angestellten einstellen. Tankenreinigung. Reparatur 5 hier. George. So, weil jetzt wird es nämlich echt happig. Müssen wir halt auch mal gucken, ob wir uns dann noch ein Darlehen holen irgendwann. Okay, aber das ist jetzt so die komplette Gas Station. Was ist los? Kein Berry Berry Mary oder was ist hier los? Keine Produkte mehr. Ja, einfach keine Produkte mehr. Okay, das ist alles auf Level 5. Werkzeuge, Einrichtung, Regale. Müssten wir eigentlich alles haben. Brillen, Spielzeuge, Eiscreme, Zigaretten, Zeitungen, ja. Dekos, Lieferungen, Dekos, Innenbereich. Das sind alles so... Ja... Rote Rakete gibt's. Rote Rakete. Dekorationen, Lieferungen... warte mal ganz kurz, Außenbereich. Da kann man... Oh, neue RC-Strecken kosten aber 1200, abgestürzt. So, so, der... So, nimmt der jetzt wieder auf? Hier ist ja grausam mit dem Ding. Wir hätten hier einen Totalabsturz. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gehört habt oder nicht. Keine Ahnung. Jetzt musste ich mehrmals hier diesen Aufnahmeknopf drücken und irgendwie immer, wenn ich oben gucke, war plötzlich wieder Pause. Weil mir irgendwie Cola in die Schnellaufnahmetaste gelaufen ist. Ach Gott, okay. Aber egal, wir haben alles wieder zurückgekauft und ein bisschen Geld gemacht und gearbeitet. Also viel verpasst habt ihr jetzt auch nicht. Leben geht weiter. Jetzt machen wir das hier mal. Jetzt wird die Folge leider ein bisschen kürzer als sonst. Weil eigentlich nehme ich schon viel länger auf. So, ich habe gerade wieder mit mir selbst geredet und mit dem, ja. Aber ich denke, ihr habt es trotzdem gehört. Ihr hört mich ja auch, wenn ich nicht da bin. Ist ja verrückt, aber... Wenn man genau hinhört, da hört man ihn da draußen immer irgendwo reden, den alten Mann. So. Oh nee, jetzt kommt ein Sturm. Ja, siehst du, guck, das ist der richtige Zeitpunkt, um Feierabend zu machen. Das ist der richtige Zeitpunkt. Wieder nur 1000 Dollar in der Tasche, wieder nichts im Lager. Es ist irgendwie, es wird nicht besser, es wird nicht besser. Yo, Lifesaver. Tut mir leid, hier kann ich gerade nicht helfen. Oh nein, ich kann ihn nicht mehr runterdrücken. Mist. Ist ja irgendwie Bremsflüssigkeit noch oder so. Will der Bremsflüssigkeit? Nee, der will... Kann ich den noch machen? Oh, der will zum Glück nur einen Reifen. Dann kommt dieser Sturm. Mal gucken, ob ich den noch verarbeiten kann hier. Und dann muss ich von dem Geld wieder Werkstattzeug kaufen. Und dann müssen wir gucken, wann wir so einen guten Werkstattmitarbeiter finden. Jetzt wird es natürlich windig hier drin in der Hütte. Doch, der will irgendwie Bremsflüssigkeit. Verdammt, hab ich nicht. Hab ich doch nicht, Leute. Ich doch nicht. Egal, das Geld nehme ich mir trotzdem mit, was er hier... Auch wenn es halt nicht alles ist, aber... Da ist wieder Müll voll, macht natürlich wieder keiner leer. Der will hier da das Pöttchen haben, ne? Habe ich nicht, sorry. Ist ja sonst noch irgendwas, was er haben will? Spiegel, zwei Stück sogar. Ja, bei dem Wetter brauchst du die jetzt dann gleich auch, Junge. Vor allen Dingen, was das für ein Spiegel ist, da siehst du doch nichts drin. Wozu überhaupt ein Spiegel, ey? So, sorry, tut mir leid, mehr habe ich nicht da. Kraftstoffkunden, also es ist trotzdem stressig. Deswegen brauchen wir dringend neuen Mitarbeiter. So. Müll hier ganz in Ruhe wegräumen. Kraftstoffkunden können wir bearbeiten. Kasse läuft. How much do I owe you? Ja, weiß ich auch noch nicht so genau. Zahlt man in Amerika nicht irgendwie auch vorher? Ich weiß es gar nicht so genau, oder? War das nicht so, dass du in Amerika sagst du irgendwie die Menge, die du brauchst und dann
Steckst dir nur noch deine Karte rein und dann ist das Leben wieder in Ordnung oder so? Naja, Leute, okay. Wir sind hier. Ich denke, es wird auf jeden Fall noch so eine hübsche Abschlussepisode geben, weil, also bis die 5000 nicht bezahlt sind, ist für mich noch kein vollständiger Abschluss geschaffen. Und dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht, ne? So, ich versuche natürlich zwischendurch dann immer was aufzunehmen, jetzt halbwegs regelmäßiger als sonst. Gucken wir mal, wie es läuft. Ich bedanke mich jedenfalls an dieser Stelle, wie immer recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch allen da draußen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao mit au.